Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind momentan bei Elial und machen uns heute dran, Vorbereitungen für dieses berauschende Fest zu treffen, das wir mit Triss besuchen werden, um einem Adligen bei der Flucht vor den Hexenjägern zu helfen. Und brauchen dafür heute erstmal Masken und neue Klamotten. Und wo könnte man da besser hingehen als zu Elial, ne? Hallo! Willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Heute tatsächlich mal ja. Zeig mir mal, was du anzubieten hast. Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. So ein bisschen nackt ist ja auch nicht verkehrt, ne? Wir brauchen einmal, ach, ich darf mir die Maske aussuchen. Eine für mich. Ich kann entweder eine Wolfsmaske nehmen oder eine Harlequin-Maske oder das Ding. Und halt die Fuchsmaske. Objekt, das zum Abschluss einer Quest benötigt wird. Also wir nehmen für Triss die Fuchsmaske mit. Dann gehen wir natürlich als Wolf. Ist irgendwie sinnvoll. Und dann Klamotten. Was nehmen wir denn da? Hier gibt es einmal... Ich bin ja blau. Und also nehmen wir doch einfach auch das blaue Hemd von Skellige. Dann nehmen wir festliche Pantoffeln. Nehmen wir diese Schuhe. Und dann noch diese wunderhübsche Hose. Oder nehme ich die... Nehmen wir die. Die sieht nicht so komisch aus. Okay. Wiedersehen. Bis dann. So, dann ziehen wir uns mal um. Inventar. Einen schönen Orden. Oh Gott, ist das aber arg blau. Das sah jetzt vorher nicht so super blau aus, aber gut. Mal sehen, was Triss denn zu unseren super blauen Klamotten. Also, oh je. Naja. Ja, okay. Kann ich die Maske auch schon aufziehen? Geht das schon? Darf ich schon? Jawoll. Ich sehe doch schon richtig fesch aus. Gut, dieses Blau ist mir doch etwas zu blau, aber egal. Wir müssen jetzt damit leben, dass wir so super blau sind. Ewiges Feuer. Was ist denn los? Besuche Triss und bereite dich auf den Maskenball vor. Geht los. Wird ja auch schon langsam dunkel. Da läuft die ganze... Oh, da hat jemand Rücken. Da hat jemand eindeutig Rücken. Da konnte man richtig sehen. Ne? Was für Dinger? Däune? Ja, ich habe halt so Katzenaugen, ne? Das haben nicht alle. Das haben nicht alle. Nur wir Mutierten. So, und weiter hier rein. Das ist schon ein riesen Ding, ne? Wir waren noch nicht ins Skellige, aber es ist jetzt bald soweit. Also noch ein paar Quests, dann sind wir endlich ins Skellige. Und ich sag euch, dann haben wir langsam vielleicht die Hälfte des Spiels erreicht. Ohne die Add-ons, ne? Also da geht noch was. Da geht noch richtig was. Also wir haben noch ordentlich was vor uns. Das wird echt so ein Mammutprojekt. Das ist so ein Skyrim hier, ne? Nur halt nur ein bisschen größer. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Aber es ist halt Witcher, ne? Witcher muss ich alles spielen. Der Graue schon wieder. Hier geht's schon den ganzen Tag zu dir. Hallo, ich bin heute sehr bläulich, ja? Taubenschlaf, wir gehen ja jetzt schon. Ordentlich ein Saufen. So, wo geht's denn los? Triss, wo bist du denn? Frau Merigold, ich bin soweit. Sieh dir meine Fashion-Klamotten an. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Oh, sie hat sich hübsch gemacht. Ja, das sieht doch mal aus. Moin, Triss. Donnerwetter, du hast mein Anliegen ja wirklich beherzigt. War das denn nicht ernst gemeint? Ich habe noch Zeit, mich umzuziehen. Ich sollte vielleicht diese Handschuhe noch ausziehen. Hast du alles gekriegt? Hast du noch etwas über Albert erfahren? Hast du noch etwas über Albert erfahren? Nun, kaum ein Magier hat bisher von ihm gehört. Er ist wohl Amateur. Warum dann das Interesse? Erst die Tempelwache, dann die Jäger? Er ist leichte Beute. Und genau deswegen sollten wir ihm helfen. Okay, ich hab die Masken. Alles ist fertig, wir können gehen. Wie schade, dass solche Anlässe so selten sind. Ohne sie würde ich dich nie in Schale sehen. Das verdammte Wams scheuert in den Achseln. Ich glaube, da wurden Drähte eingenäht. Ich werde dein heldenhaftes Leiden pausenlos bewundern. Das soll ja auch ordentlich sitzen, das Ding, Geralt. Also dann, gehen wir? Jo. Gehen wir. Wir sollten nur... Oh, ein Erfahrungspunkt. Richtig krass, Alter. Nicht, dass ich noch überlevel, ne? Wahnsinn. Das sieht doch schon mal richtig einladend aus hier. Guten Tag, Herr. Herrin. Wir sind Gäste von Herrin Ingrid Wegelboot. Die Einladung, bitte. Alles in Ordnung. Ihr findet die Herrin Wegelboot im Hof des Anwesens.
sucht nach einer Papageienmaske. Eins noch. Lasst bitte eure Schwerter hier. Na wunderbar. Da liegt wohl ein Irrtum vor. Ich versuch mal, die Dinger mit reinzukriegen. Das muss wohl ein Irrtum sein. Du weißt, warum wir hier sind, oder? Natürlich. Aber ich habe den Auftrag, dafür zu sorgen, dass die Gäste das Anwesen unbewaffnet betreten. Verdammt. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Ich sag euch, das läuft dann wieder, wenn Gegner kommen. Es ist schön hier. Ich bin ewig nicht aus der Stadt rausgekommen. Ja, danke. Kannst du mal deine Augen... Was ist denn los mit dir? Läuft gegen mich. Oh, erstmal orientieren. Bumm, läuft wieder gegen mich. Oh, ich darf nicht in mein Inventar. Das heißt, wir müssen mit diesen feschen Handschuhen rumlaufen. Mit dieser dürren Metze. Na, nun wein doch nicht. Er ist doch nicht der einzige Mann auf der Welt. Aber er ist ein Baronett. Wo finde ich einen anderen Baronett? Auf Baronett suchen... Hallo, suchen geile Weiber. Nun tu nicht so, als ob du mich nicht kennst. Ist das eine Art, einen alten Kumpel zu behandeln? Ihn einfach zu ignorieren? Da liegt ein Irrtum vor. Wir kennen uns nicht. Sei nicht albern, Vivian. Ich würde deine Mähne überall erkennen. Jetzt spielst du wohl die feine Dame. Aber bevor Baron Edward, wie auch immer, dich aus der Gosse gezogen Was hat, bist du denn hier für ein Pisser, Mann, Alter? Schluss jetzt. Die Dame sagt, sie kennt dich nicht. Wer ist das denn? Dein neuer? Älter als der vorige scheint mir. Muss ich jetzt schon boxen, oder? Ein hinfälliger Mustersack. Je weniger sie können, desto mehr lassen sie wohl springen. Alter, was stimmt denn nicht mit dir? Du wolltest es nicht anders. Du wolltest es nicht anders. Muss ich jetzt boxen? Ja, ich hab's halt aufgeschrieben. Ich hab's herausgefordert, ist okay. Bams! Bams! Hasse Boxen. Oh nein, wunderbar. Er ist sogar besser als ich. Oh, fuck, fuck, fuck! Ich hasse Boxen. Ich hasse Boxen. Boxen ist scheiße. Ja, komm, einfach Dauerfeuer. Wir sollten doch keine Aufmerksamkeit erregen. Ja, ich kann doch nichts dafür. Ist doch nichts passiert. Ein kleines Tänzchen. Schon wieder du, riebischer Raumtreiber? Alter, wenn mich noch einer hier beleidigt, was ist denn hier los mit euch? Was stimmt denn nicht mit euch? Dein Ruf bleibt dir voraus, Geralt. Danke, danke. So, wir gehen einfach mal weiter. Meine Güte, was für ein Monster. Ich bin ein Kraken. Bin schon wieder zu spät zum Abendessen. Da hat einer leicht ein bisschen was zu viel... Was für ein Monster. Bisschen viel gesoffen, ist gut, Hauptsache du hast Spaß. Oh nein, ich sehe da schon was. Ich glaube, hier gab es so ein Quint-Turnier. Oh nein. Moritz, was machst du denn hier? Die kleine Marigold, na sowas. Und ich dachte, das hier wäre eine Veranstaltung mit Klasse. Was ist denn hier los? Ja, du hast mir auch gefehlt. Aber können wir das jetzt lassen? Kommst du aus Novigrad raus? Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst. Triss, dazu sind wir nicht hier. Triss, dazu sind wir nicht hier. Doch, genau dazu sind wir hier. Oh, Moritz? Mich euch anschließen? Und wer wäre das wohl? Unter anderem deine Freunde. Sobald alle versammelt sind, führe ich euch. Du führst? Vergib mir, Marigold, aber da kann ich mich ja gleich von einer lahmen Ente führen lassen. Mach's gut. Was ist er denn für einer? Triss, wer war das? Wer war das? Er ist ein alter Freund, Moritz Diefenthiel. Ich erzähl dir die Geschichte ein andermal. Ach, lieber nicht, du. Okay, wir nähern uns dem Ziel. Oh. Sehen wir uns um. Ja, machen wir. Oh, guck mal da, der sieht cool aus. Ein Löwe oder sowas. Das ist eine Beleidigung der Natur. Er ist wirklich ein toller Mann. Schauen wir uns mal ein bisschen um hier, ne? Mischen wir uns noch die Gäste. Gucken wir mal ein bisschen. Also, man sieht da hinten ist schon so ein Ausrufezeichen. Oh, hier wird Feuer gespuckt. Und ich glaube, da ist ein Quint-Turnier. Dafür sind wir leider natürlich jetzt wirklich nicht richtig ausgerüstet, weil ich noch gar kein Deck gebaut habe. Aber wir können es, wenn ihr möchtet, einfach mal versuchen. Aber es wird schief gehen. Tu, was du tun musst, aber benehm. Ah, ein weiterer Herausforderer. Herr Devanon hat seinen Platz am Tisch gerade erst freigegeben. Unwahrscheinlich, dass er zurückkehrt. Kein Geld mehr, was? Was ist ihm denn passiert? Ein paar gute Männer haben ihn beiseite genommen, damit er sich nicht wehtut. Also, spielen wir? Zunächst sollst du gegen Markgraf Wladimir Dekret antreten. Der kann sich das Verlieren leisten. Also dürfte er alles oder nichts spielen. Mhm. Machen wir mal eine Runde, komm. Wir können anfangen. So, willkommen im Kartensatzfenster.
Gewinnspieler verwenden ihre eigenen individuellen zusammengestellten Kartensätze. In diesem Fenster kannst du deine Kartensätze verwalten. Fraktionen. Du kannst für jede der vier Fraktionen Nilfgaard, Nördliches Königreich, Monster und Squirtle einen Kartensatz zusammenstellen. Verwende LB und RB, um zwischen den Fraktionen zu wechseln. Zu jeder Fraktion gehören bestimmte einzigartige Karten, die ein bestimmtes Spielstil begünstigen. Jede Fraktion hat außerdem einen Fraktionsvorteil. Nilfgaard gewinnt alle unentschiedenen Runden. Was für Schweinebacken, ja? Nördliche Königreiche erhalten nach jeder siegreichen Runde eine Extrakarte. Das ist auch fies. Squirtle entscheiden, wer die Partie eröffnet. Monster behalten nach jeder Runde eine zufällig ausgewählte Karte auf dem Schlachtfeld. Jawohl. Anführerkarten. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Drücke X, um die Anführer zu sehen, die für die aktuell ausgewählte Fraktion verfügbar sind. Da haben wir Anführerkarten. Drücke A, um die markierte Anführerkarte auszuwählen. Jeder Anführer hat eine einzigartige Fähigkeit. Setze sie ein, um das Schlachtenglück zu deinen Gunsten zu verwenden. Anführerkarten, die du nicht besitzt, sind gesperrt und werden freigeschaltet, wenn du sie erlangst. Jawohl. War's das dann? Ne, hier haben wir noch was. Deine Sammlung. Hier sind alle Karten, die du besitzt und die mit dieser Fraktion verwendet werden können. Karten im Satz. Karten, die sich derzeit im Kartensatz dieser Fraktion befinden, erscheinen hier. Ein Kartensatz muss aus mindestens 22 Einheitskarten bestehen. Er kann außerdem bis zu 10 Sonderkarten enthalten. Du kannst auch mehr als 22 Einheitenkarten in deinen Satz haben, verringerst damit allerdings die Wahrscheinlichkeit, deine mächtigsten Karten zu ziehen. Aufbau eines vollständigen Kartensatzes. Dein Kartensatz benötigt noch zwei weitere Einheitenkarten, wie von der roten Zahl angezeigt. Du musst zwei Einheitenkarten aus deiner Sammlung links in den aktuellen Kartensatz der Fraktion rechts verschieben. Ja, was haben wir denn da? Johannes Nathalie, der sieht ja wohl richtig krass aus. 10 hat der gute Mann einfach mal stumpf. Den nehmen wir natürlich rüber. Und dann nehmen wir ihn noch mit rüber. Jawohl. Jetzt kannst du mit B das Kartensatzfenster verlassen. Wenn eine Gewinnpartie ansteht, beginne sie mit Y oder brich sie mit B ab. Lass mich erstmal gerade noch die Anführer gucken. Wie komme ich denn zu meinen Anführern? Ach da, X. Ja, ich habe bis jetzt nur ihn hier Volltest. Es ist natürlich... Durchsuche deinen Nachziehstapel nach extrem dichten Nebel. Alles klar. Wir versuchen es einfach mal. Ich denke, das wird interessant werden. Schauen wir einfach mal, was das wird. Ich fange an. Das ist noch toll. Lege eine Karte ab und ziehe dafür eine neue... Was haben wir denn so da? Ganz viele Einsatzdödel. 5, 6, 6. Dann würde ich sagen... Was können die denn? Ich brauche nicht zwei davon. Enge Bindung. Lege diese Karten neben Karten mit demselben Namen, um die Stärke beider Karten zu verdoppeln. Nach demselben Namen. Dann sind die eigentlich doch ganz gut. Was hat er? Versteckt alle Einheiten in der Reihe um plus 1. Blaue Streifen. Ja, komm, ich hau die mal weg. Wahrscheinlich ist es dumm, die wegzuhauen, die beiden. Weil wenn wir die jetzt raushauen, verstärken die sich verdoppeln. 1, 2, kriege ich dann 2 Zweier raus oder macht er dann eine Vierer draus? Wir lassen es einfach. Ich lasse mal die Karten so, wie sie sind. Okay, du bist am Zug. Na gut, dann machen wir das tatsächlich mal. Ich lege einfach mal den ersten hier vorne rein. Und jetzt warten wir mal, was der Gegner macht. Er geht auf jeden Fall auch auf Nahkampf. Das heißt, es wäre dumm, wenn er jetzt irgendwie klirrende Kälte oder was auch immer den Nahkampf reduziert. Das wäre dann dämlich von ihm. Jawohl, so, dein Gegner ist am Zug. Hau mal los, so. Was habe ich denn hier für so eine geile Karte? Setzt die Stärke aller Nahkampfkarten beider Spieler auf 1. Ja, das ist natürlich jetzt scheiße. Das sollte ich vielleicht jetzt nicht machen. Es sei denn, wir lassen den mal sich austoben und ich hau hinten noch mal so eine 6er wieder rein. Das könnte helfen. Und ich gehe dann erst nächste Runde auf Nahkampf. Könnten wir mal ausprobieren, ne? Ist halt die Frage, wie weit er geht. Also ich bin halt noch nicht so geschult in dem Spiel, ne? Also muss ich einfach zugeben. Da fehlt mir noch so ein bisschen Erfahrung, wie man das wohl einschätzt, ne? Wir können sonst jetzt auch echt weiter auf Nahkampf gehen und dann später hauen wir... Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht, du.
Na, ich hau mal jetzt hinten noch den rein. So, und versuch mal zu gucken, wenn er jetzt nochmal Nahkampf macht, dann würde ich die Kälte nehmen. Ah, ne, er geht auf Bogen. Damit hat er 11. Okay. Dann gucken wir mal. Ich könnte jetzt nochmal einen dahin ballern. Hinten. Und dann die Kälte und dann würde ich Schluss machen. Gucken wir mal. Den lege ich jetzt noch hin. Jetzt bin ich bei 15. Nochmal wieder Nahkampf. Richtig gut, ey. Ich muss ja was machen, ne? Das ist halt das Problem. Sonst würde ich es jetzt echt lassen. Aber dann gehe ich jetzt auf die Kälte und diss ihn einmal richtig. Na, machst du noch was oder passt du? Ja, wie sinnlos. Oder doch nicht? Ja, es hat irgendwas gebracht. Der scheint von Kälte unberührt zu sein, der Typ. Er ist unbesiegt. Okay, jetzt brauche ich irgendwie nochmal 4 Stück. Na gut, das kriege ich hin. Ich hau hier die 6 noch rauf und dann ist aber Schluss. Was ist denn los mit dir? Der gibt nicht auf. Der will unbedingt die Runde gewinnen. Abgefahren. Was für geile Karten der hat. Na gut, ich würde sagen, wir passen jetzt. Ja, Moment, dann müssen wir 2 Runden noch schaffen. Das ist schwierig. Ah, kriege ich aber, glaube ich, auch nicht mehr geschissen. Ich glaube, das war's. Was macht er? Versteckt alle Einheiten in der Reihe um 1. Sich selbst ausgenommen. Also wir hätten dann jetzt 22, 23, 24, 25. Das reicht noch nicht. Ah, ich hau jetzt mal raus. Ich will versuchen, die Runde zu gewinnen. Aber wenn er jetzt noch einen rauslegt, dann war's das. Nein, mein Gegner passt. Ja, ich bin eigentlich im Arsch. Ich habe gleich dann noch 2 Karten über. Wie viel hat er denn rausgehauen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gleichstand. Wenn ich jetzt noch eine raushaue, hat er gleich eine Karte mehr. Das ist nicht gut für uns. Wenn ich aber nicht passe, habe ich erst recht keine Chance mehr. Oh Gott, ist das kompliziert. Ja, dann, ich hau jetzt die noch raus. Dann versuche ich die Runde zu gewinnen. So, mit einem Punkt. Richtig geil. Und dann haben wir gleich voll ein Problem. Passen. Ach, ich muss gedrückt halten, alles klar. Das wird scheiße. Dann noch 4 Karten, wir noch 2. Richtig scheiße. Oh, wunderbar. Dichten Nebel haben wir jetzt noch, das ist doch schon mal gut. Okay, rauf mit dir. Bitte leg irgendwas hinten hin, bitte leg irgendwas hinten hin. Verdammt. Was macht Nebel? Nebel war, glaube ich, für Artillerie, ne? Hebt alle Effekte von Wetterkarten auf. Ah, cool. Ja, voll gut. Wir sind voll im Arsch. Das war's. Ich habe verloren. Ich sag euch das. Das kriegen wir nicht mehr gewuppt. Naja, immerhin. Klirrende Kälte wollte er spielen. Oh, das tut mir aber jetzt leid für dich. Zum Glück habe ich Sommer. Bäm, weg ist die Kälte, mein Freund. Und was kommt nun? Was kommt nun? Jetzt kommt nochmal klirrende Kälte. Achtung, pass auf. Er hat noch 2 Karten. Wir sind voll im Arsch. Ach, scheiße das. Komm schon. Ja, ich habe keine mehr. Ich muss jetzt passen. Jetzt muss ich hoffen, dass seine letzte Karte nicht irgendwas rumwuppt. Go. Komm schon. Was Beschissenes. Jawoll! Wir haben gewonnen. Wir haben gesiegt. Ja, richtig gut. Also, noch eine Runde? Wenn die richtigen Karten kommen, muss man die Gelegenheit nutzen. Dein nächster Gegner, Graf Gomo Seeling. Sein Vater hat einst den Familiensitz im Nimnatal verloren. Gomo tritt offenbar in seine Fußstapfen. Aber unterschätz ihn nicht. Verzweifelte können gefährlich sein. Das ist wohl nicht unrecht, ne? Wollen wir, ja, wenn wir jetzt schon dabei sind, was sagt denn das Zeiteisen? Ich würde sagen, eine Runde machen wir noch, bis wir halt verloren haben. Oh, das Zeiteisen sagt, ist gleich vorbei. Dann würde ich sagen, machen wir hier einfach einen Break, starten dann die nächste Runde nochmal mit einer Runde Quint. Mann, habe ich gerade gewonnen, ich habe jetzt gerade einen Lauf. Und machen dann aber erstmal mit der Story weiter, ne? Oh, man hört den Hahn gar nicht krähen, aber er kräht gerade eigentlich. Guti, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.